Hallo liebe Studentin. Hallo lieber Student. Wir kommen nun zu einem sehr wichtigen Kapitel. Den Genitivpräpositionen. Es ist ein sehr schwieriges Kapitel. Denn es gibt sehr viele davon, die wir Ihnen nun geordnet präsentieren möchten. So, also hier die Genitivpräpositionen im roten Kasten aufgeführt. Wir unterscheiden temporal, lokal, kausal, konzessiv, alternativ und instrumental Präpositionen. Die wichtigen oder wichtige temporal Präpositionen sind, Philipp, außerhalb, innerhalb, während, Zeit und andere. Lokal Präpositionen im Genitiv sind, Robert, abseits, beiderseits, inmitten, jenseits, längs und andere. Wichtige Kausalpräpositionen, Philipp? Angesichts, aufgrund, infolge, mangels, wegen, seitens, zugunsten, vermöge und andere. Wichtig als Konzessivpräposition? Da gibt es vor allem das Trotz. Und alternativ, Philipp? Statt, anstatt und anstelle. Und instrumental, Robert? Da haben wir anhand, mit Hilfe, mittels und noch einige andere. Ja, Sie sehen, es sind viele und es gibt noch viel mehr Genitivpräpositionen, die können Sie nicht auf einmal lernen. Hier haben Sie nur eine Übersicht. Wir werden dazu einzeln auch Übungen machen. Unten haben wir noch ein paar Beispiele. Er raucht, raucht ist das Prädikat, er das Subjekt. Er raucht während des Essens. Das ist ein Genitivobjekt. Pfui, ja. Wir wohnen abseits der Autobahn, das heißt weit weg. Und drittes Beispiel, die Bahn hat infolge einer Störung Verspätung. Dankeschön.